Europas beste Athleten. Die Leichtathletik-WM mit Deu. Mit Isostar, the fast-acting isotonic sports drink. Der DWS. DWS, die Wertpapierspezialisten. Und Andalusien. Andalusien ist einmal. Dritter Wettkampftag der 7. Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Sevilla. Sigi Heinrich und Dirk Thiele begrüßen Sie wie immer sehr, sehr herzlich. Und wenn Sie denn glauben, es gibt keine Steigerungsmöglichkeiten mehr gegenüber gestern, bezogen auf die 100-Meter-Sprints, dann lassen Sie sich sagen, temperaturmäßig geht das auf jeden Fall. Heute werden hier 44 Grad gemessen. Es wird immer heißer. Vielleicht werden auch die Tänze immer heißer. Und gestern war da einiges los. Schauen Sie sich diese Bilder an. Und heute wird ähnlich viel los sein. Wir werden in der ersten eineinhalben Stunde zurückblicken auf das, was gestern war. Das lohnt sich ganz, ganz bestimmt. Frank Kadic in Diskus werfen, im Weitspringen die Entscheidung. Wir haben Finals im Hochspringen und über 3000 Meter Hindernis. Über 3000 Meter Hindernis, die Kenianer 4 und Damian Kalabis. So, also ab 18 Uhr wird es dann mit der Qualifikation im Dreispringen der Herren Original weitergehen. Und wie gesagt, bis 18 Uhr. Aber bevor wir zurückblicken, noch einmal im Schriftbild das, was Sie heute erwartet. Also, jetzt sofort nach dieser Ankündigung die Highlights von gestern, alles um die 100 Meter Finals. Dann ab 18 Uhr Dreisprungqualifikation. Eine Fülle von Vorläufen über 110 Meter Hürden auf dem Programm, wo die Deutschen ja auch aussichtsreich am Start sind mit drei Athleten. Frank Kadic im Diskuswerfen der Damen, sicherlich mit Medaillenchancen. Vielleicht auch Martin Buss im Hochspringen der Herren. Und dann schon die Halbfinals über 400 Meter Hürden. Die nächste Runde der Damen, 400 Meter, da gibt es traditionsgemäß immer sehr, sehr viel Andrang. Dann Weitspringen der Frauen und wie gesagt 3000 Meter Hindernis. Die 110 Meter Hürdler gehen dann schon in die nächste Runde, die haben also viel zu tun. Die Vorläufe der Frauen sind eliminiert, die finden nicht statt. So, kurze Werbeunterbrechung und dann, wie gesagt, der Rückblick auf gestern. Urlaubsziel gewählt von Delfinen, Wolken, Vögeln und Menschen, die nach wahren Werten suchen. Griechenland, das wahre Ziel. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise. Timelife Video präsentiert Star Trek The Next Generation. Jetzt exklusiv auf Video. Wir haben Kontakt mit den Borg. Ah, Captain wurde in einen Borg verwandelt. Ich bin Locutus, ein Borg. Starten Sie jetzt mit der legendären Borg-Doppelfolge zum Kennenlernpreis von nur 19,95 Mark.
Jedes Video enthält zwei Folgen in deutsch und englischer Originalfassung und zusätzlich eine Sammelkarte. Rufen Sie gleich an. Diese Videoreihe ist nicht im Handel erhältlich. Ich bin an Bord der Enterprise. Wir müssen erfahren, was er weiß. Neuralverbindung komplett. Schlaf, Data. Starten Sie mit Angriffsziel Erde. Rufen Sie jetzt 080-532-3232 und holen Sie sich die erste Doppelfolge zum Kennenlernpreis von nur 19,95 Mark. Rufen Sie gleich an. Die Leichtathletik-WM mit DEU. Wir schauen in das Gesicht von Svetlana Masterkova. Das sind die Füße. Es waren auch die ihrigen, leicht getebt. Weiß nicht, ob das eine Vorsichtsmaßnahme ist. Und die Kärntnerin Stefanie Kraft. Sie sagt, ich will nicht nach den Sternen greifen. Erstmal in das Finale kommen, das wäre wichtig genug. Letizia Priester, es ist natürlich eine irre Konkurrenz aus Sicht der Österreicherin. Masterkova. Dann Formanova, Frieste, Gorelova, nicht zu verachten, und Claudia Geisel aus Waldsassen, die sich einen Teufelturm schert, wie die anderen laufen. Sie sagt, ich setze das um, was ich kann. Und die Musikerin hat in der Tat nicht nur Geige gespielt im Vorlauf, sondern das war schon ein Paukenschlag, wie sie gelaufen ist. Ganz, ganz stark, und das wird sie auch hier demonstrieren. Keiner weiß so genau, wie stark ist Svetlana Masterkova. Melden kann man viel, für beide Strecken hat sie ihre Namensnennung abgegeben. Aber sie ist nicht in der Verfassung wie 1996, als sie bei Olympia alles gewonnen hat. Und Stefanie Graf, die ist gut. Die ist gut, aber die Beste könnte vielleicht die Hallenweltmeisterin sein, Ludmila Formanova. Von ihrer Trainerin, der Weltmeisterin Kratochvilova von 83, glänzend vorbereitet, auch ein bisschen aus den Meetings herausgenommen, damit sie sich nicht überpäst, und das scheint zu gelingen. Gorelova, die Russin Javid, gesagt, 4:2 im anderen Semifinale vertreten und schon durchgekommen mit Zyganova. Die beiden Russinnen kontrollieren das Feld. Und Masterkova, das weiß man auch, Masterkova ist auf den letzten 100 Metern kaum zu schlagen, wenn das Rennen nicht zu schnell wird. Das weiß auch Ludmila Formanova. Die ja ganz überraschend bei den Hallenweltmeisterschaften Maria Mutola ausgenockt hat. Stefanie Graf an der sechsten Position. Die Kärntnerin muss jetzt etwas tun. Am 18. September wird sie heiraten, aber an die Hochzeit denkt sie nicht. Jetzt ist sie im Moment mit der Bahn verheiratet und findet sie den Weg ins Finale. Muss ein bisschen außenrum. Masterkova und Formanova an der Spitze. Dann Frieste. Jetzt kommt Stefanie Graf. Dann kommt Duchnova. Das wird reichen. Das wird reichen. Duchnova ist nicht mehr so gut. Jawohl, Stefanie Graf ist im Finale. Die beiden ersten, Masterkova, Formanova. Ganz locker. Prima. Das Hauptziel, das Nahziel für die Österreicherin ist erreicht, aber gefordert wurden die Besten in den beiden Semifinals überhaupt nicht. Das überrascht doch ein wenig. Sie konnten die ganze Sache mehr oder weniger im Schongang nach Hause bringen, denn eine 59er Zeit für Masterkova, das ist nicht so riesig, aber sie muss es halt nicht laufen. Und wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Wir sind nicht schlauer, wer nun besser ist, Masterkova, Formanova oder Mutola. Das ist für das Finale natürlich noch ein wenig interessanter. Eine klare Favoritenposition vermag ich im Moment noch nicht herauszufiltern aus diesem Rennen. Ich glaube, Stefane Franke hat Stefanie Graf am Mikrofon, und das wäre natürlich sehr schön, vor allen Dingen für unsere österreichischen Zuseher. Ja, Stefanie Graf, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Finales. Das war etwas haarig dann so nach der ersten Runde, taktisch. Ja, ich habe sicher einen taktischen Fehler gemacht. War da unaufmerksam. Und eigentlich war es, dass bei der 800 ziemlich viel los ist. Denselben Fehler habe ich in Zürich schon gemacht. Nur da habe ich dann Kraft vergeudet und war ungeduldig. Und ich habe gewusst, hinten raus gehöre ich zu den Stärksten. Ich habe Geduld gehabt
und gewartet und es war der richtige Moment. Ja, also Geduld haben Sie gehabt und die Sportkraft hat zwar auch optimal gestimmt zum Schluss. Wie sieht denn das jetzt aus fürs Finale? Was rechnen Sie sich da aus? Ja, das Finale ist mir eigentlich wurscht. Sie sind zwar da, da renne ich sicher, ohne dass ich mir einen Kopf mache, weil mein Ziel habe ich einmal erreicht. Das ist das erste WM-Finale. Was dazu kommt, ist die Sahne auf der Torte. Super, herzlichen Glückwunsch und viel Glück im Finale. Es ist ihr eigentlich wurscht, dass was im Finale passiert. Typisch Stefanie Graf, aber nehmen Sie es nicht so wörtlich, so wurscht ist ihr das nicht. Sie wird schon noch kämpfen um einen Platz, vielleicht dritte, vierte Position. Ja, es gibt immer kleine Wehwehchen, man fachsimpelt, das war Svetlana Masterkova mit ihrer russischen Landsfrau Gorillova. Das waren die beiden Semifinals 800 Meter der Damen. Wir bieten Ihnen eine nächste kurze Pause an. Keep them all running. Mittwoch, der Tag der Entscheidung in der Champions League Qualifikationsrunde. 32 Teams sind noch im Rennen. So auch der AC Parma und die Glasgow Rangers. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Schotten. Die Champions League Qualifikation mit AC Parma gegen Glasgow Rangers. Mittwoch, 23 Uhr bei Eurosport. Mit Konica. Und Gillette. Die Zeit dort oben, aus dem Jahre 88 von der sehr früh verstorbenen Florence Griffith Joyner erzielt, 10:49. 10:76 in Sevilla gelaufen schon Marion Jones. Das Ganze im Viertelfinale wohl gemerkt. Also es fehlt nicht mehr viel. Weltmeisterinnen bisher, Maëlys Göhr, Silke Gladisch in den Jahren 83, 87, Katrin Grappe 91, Gail Divers 93, Gwen Torrens 95 und Titelverteidigerin ist Marion Jones, die hier auf der Bahn 5 laufen wird, neben ihr Gail Divers. Beide mit eigenen Geschichten mittlerweile, Gail Divers, weil sie so schwer verletzt war, weil sie eine lange Krankheit hat überstehen müssen, Marion Jones, weil sie lange Zeit nicht bei der Leichtathletik war, sondern weil sie sich dem Basketballspiel widmete, dann zurückkehrte zur Leichtathletik. Die beiden US-Damen gegen diese Dame, gegen Christine Aron, die vor 2 Jahren plötzlich nach oben schwamm und mit glänzenden Zeiten aufwartete, die von Jacques Piercenter trainiert wird. Ja, ein bisschen strecken, sich ein bisschen recken, das ist nicht verkehrt vor einem Lauf, aber es ist mehr für sie notwendig als für den, den wir gerade gesehen haben. Das ist Cordell G. Hunter, der Ehemann von Marion Jones. Es ist schön, verheiratet zu sein, sagt Marion Jones über ihr Leben mit Cordell G. Hunter, dem Kugelstoß-Weltmeister. Und sie sagt, ich habe mich nicht verändert. Alle, die mich kennen, sind und bestätigen das, dass ich so bin, wie ich auch vor der Ehe war. Sie liebt es, mit Cordell G. Hunter durch die Welt zu reisen. Man versucht immer gleiche Meetings zu finden, damit man oft so oft wie möglich zusammen ist. Sana Pintusiewicz wird die Bahn 1 belegen müssen, liebe Zuschauer. Das ist die Dame, die amtierende Weltmeisterin ist, über 200 Meter. Eine, die immer noch sich steigern kann, Sana Pintusiewicz, die auch eine klasse Zeit erzielte im Vorlauf. Auch sie klar unter 11 Sekunden gewesen im Halbfinale. Sie lief 10:98 übrigens. Christina Ron, der optische Eindruck mag sie tatsächlich nicht zu den Medaillenkandidatinnen zählen lassen. Da wirkte sie fast ein bisschen hart im Laufstil, nicht ganz so gelöst, nicht ganz so locker. Aber das mag und kann total täuschen, das ist ganz klar. Christina Ron, die Europameisterin, die Dame, die den Europarekord hält, auf der Bahn 2. Und dann vielleicht die große Unbekannte in diesem 100-Meter-Finale. Inga Müller, 27 Jahre aus Los Angeles. Olympiasiegerin über 4x100 Meter 1996. Auch Goldmedaillengewinnerin in der Staffel. Und es ist an der Zeit zu einem großen Titel, vielleicht für Inga Müller.
Fünfte bei den letzten Weltmeisterschaften. Über 100 und über 200 Meter. Es ist die bisher beste Saison von Inga Müller. Und was sie leisten kann, das zeigte Ekaterina Tanu auch im Viertelfinale. Und sie zeigte das noch einmal im Halbfinale, als sie 10,83 lief. Sie hat im Laufe der Wettbewerbe in Sevilla zweimal den griechischen Rekord verbessert auf sensationelle Werte. Wie gesagt, jetzt schon auf 10,83. Die Hallenweltmeisterin, und das ist die Weltmeisterin, das ist Marion Jones, der Superstar der Sprintszene, ungeschlagen seit zwei Jahren über die 100 Meter. Zuletzt in London, das war der 23. Sieg in Folge. Sie hat danach auch natürlich die Rennen hier dominiert. Marion Jones, die sehr, sehr konzentriert wirkt, die zwei Fehlstarts hatte während der Qualifikationen. Gail Devers ist zurück. Ein Jahr komplett ausgesetzt. Drei Jahre hat sie keinen Hürdensprint bestritten. Da ist sie auch noch am Start. Gail Devers, die Kampfansage für Sydney steht. Sie möchte zum dritten Mal Olympiasiegerin werden gegen Marion Jones. Aber sie sagt auch, Marion Jones tut der Leichtathletik gut. Sie ist sehr schnell. Alle müssen sich steigern. Die Zeiten sind viel besser geworden. Wer hier gewinnen will, der muss 10,80 mindestens klar drunter laufen. Ansonsten geht das nicht. John Rostero läuft noch auf der Bahn 7. Die Trainingskollegin von Marion Jones kommt aus den Bahamas. 10,96 in diesem Jahr gelaufen. Also auch unter 11 Sekunden. Und Mercy Nku, die 23-Jährige, die gleichaltrig mit Marion Jones auf der Bahn 8 läuft. 11,08. Tolle Verbesserung auch in diesem Jahr. Und das Erreichen des Finales für die Nigerianerin. Sicherlich ein riesengroßer Erfolg. Sie trainiert mit Falila Tukumkoya, die haben wir vorhin gesehen, über 400 Meter. Es gilt nicht nur zu schauen, wer wird Weltmeister. Es gilt auch zu schauen, liebe Zuschauer, auf die Uhr. Nochmal ganz schnell die Bahnverteilung, weil alle oder fast alle in Frage kommen. Sana Pintusevic auf der 1, Christina Ron auf der 2. Inga Müller auf der 3, Katharina Tanu auf der Bahn 4, Marion Jones auf der Bahn 5, Gail Devers auf der Bahn 6, Chandra Störup auf der Bahn 7, Mercy Nku auf der Bahn 8. Das sind die Finalistinnen. 100 Meter der Damen, der erste ganz große Höhepunkt dieser Weltmeisterschaften, der 7. in Sevilla. Ja, ein bisschen Papier, das noch weggedrückt werden muss. Das war das Papier, das sagte, auf der Bahn sie läuft. Nervös, hin und her hoppelnd. Codrell G. Hunter. Sie hat eine gute Bahn. Fehlstart, das war ein Fehlstart, jawohl. Und der war bei Christina Ron oder bei Inga Müller auf der linken Seite vom Feld aus gesehen, der Fehlstart auf jeden Fall, das definitiv fest. Ja, irgendwo ist es verständlich, dass die Muskeln zucken, dass man raus möchte. Ja, gleichzeitig fast Inga Müller und Christina Ron. Wer bekommt das Täfelchen auf den Startblock gestellt? Es ist die Bahn 3, es ist Inga Müller, ja. Das ist natürlich jetzt eine gewisse Gefahr, die da ist, und das nimmt ihr möglicherweise sogar die ganz große Chance. Das muss man abwarten. Inga Müller ist bekannt für einen sehr, sehr guten Start. Sie braucht den aber auch. Während Aron, während Jones mehr von hinten heraus das Feld aufrollen können, muss Inga Müller ihre Chance in der Flucht nach vorne suchen. Das hat sie jetzt getan und wurde ein bisschen bestraft dafür. Zweiter Start. Es geht nicht nur um Jones, um Aron. Es geht auch um Inga Müller. Es geht auch um Katharina Tanu in diesem Feld. Vielleicht geht es auch noch um Gail Devers. Wer da sagte, die 100 Meter sind nicht spannend, der Damen, der lag vollkommen daneben. Falsch gewickelt. Sie sind spannend.
Der Start von Inger Müller war wieder gut. Jones, Aron mit einem schwachen Start. Jetzt kommt Jones, Tanu daneben. Inger Müller, Marion Jones wird das Rennen ganz klar gewinnen. Marion Jones, Inger Müller, zweite, Tanu, dritte. Das ist es. 10,70, liebe Zuschauer. 10,7 Sekunden die Zeit. Weltmeisterin 1999, Marion Jones. Wir erwarten in einem hochklassigen Finale Doppel. Schlag der Amerikaner, Cordial G. Hunter, der Ehemann hat genug gesehen, das Haushaltsgeld kräftig aufgebessert, er hat schon seinen Teil dazu beigetragen, jetzt der erste Titel für Marion Jones. Aron ohne Chance, absolut ohne Chance, auch Sana Pintusiewicz ohne Möglichkeiten. Miller 10,79, tolle Zeit, persönliche Bestleistung für die Amerikanerin. Ekaterina Tanou läuft nochmal 10,84, sensationelle Leistung der Griechin. Die in diesem hochklassigen, dem besten WM-Finale aller Zeiten, liebe Zuschauer, Platz 3 belegt. Bronze für Ekaterina Tanou. Marion Jones, 5 Goldmedaillen möchte sie hier gewinnen. So, das war der erste Streich. Natürlich ist das Meisterschaftsrekord, wenn man so will. Natürlich hat es noch nie ein WM-Finale gegeben, das mit 10,70 geendet hat, das ist ganz klar. Selbst Marion Jones war noch nicht oft viel schneller. Inga Müller, das ist auch sicherlich eine ganz persönliche Freude für die kleine US-Amerikanerin. Hinter Marion Jones als Kronprinzessin gewissermaßen Platz 2 belegt zu haben. Aber ihr gebührt natürlich die Ehrenrunde, Marion Jones, die diesem Druck glänzend standhalten kann. Eine Trainingsbesessene ist diese Marion Jones. Sie sagt selber, ich habe immer Angst, dass ich was verpasse, dass ich meine, naja, nach einem Wettkampf, wenn mein Trainer sagt, jetzt machen wir eine Erholungsphase, die anderen trainieren vielleicht, also muss ich auch in den Kraftraum trainieren, zu den Meetings reisen, das ist das, was sie liebt, hart trainieren, das sagte sie immer wieder. Und wenn sie trainiert, dann nimmt sie ihren gesamten Tierbestand mit, viele Hunde, die sie hat, und den Schritt weg von der vom Basketball hin zur Leichtathletik, den hat sie nie und nimmer bereut. Und sie betont auch immer wieder, dass nicht der jetzt Ehemann Hunter sie dazu überreden musste, sondern das gab es aus eigenem Antrieb. Schon 1992, als 15-Jährige übrigens, war sie im Olympiakader, in der Olympia-Auswahl der US-amerikanischen Mannschaft gestanden, aber sie kam dann doch nicht hin. Das zeigte, dass sie gut ist. Sie sagt, ja, als 15-Jährige, da war ich ja schon sehr, sehr weit. Und deshalb ist es nicht so, dass dann irgendwo ein Comeback von mir stattfand, sondern ich war von Haus aus schon eigentlich dran. Also, Marion Jones gewinnt den 100-Meter-Lauf der Damen. Ein Favoritensieg, wenn man so will, aber man hat sie nicht leicht gemacht. Sie musste eine Superleistung bringen, um Inga Müller in Schach zu halten. Die 10,79 läuft und damit ist Inga Müller in den Kreis der ganz großen Sprinterinnen aufgerückt, ebenso wie das Ekaterina Tanou schaffte während der Rennen hier in Sevilla. Ekaterina Tanou lief die letzten drei Rennen in 10,86, in 10,83 und dann 10,84 Sekunden. Das ist natürlich eine irrsinnige Serie, eine fantastische Serie, die belohnt wurde mit dem dritten Platz, mit dem dritten Platz der Bronzemedaille bei diesem WM-Finale. Aber die große Siegerin heißt Marion Jones, holt Gold. Silber geht an Inga Müller, Platz 3 geht an Ekaterina Tanou. Präsentiert
Das Jahrhundert des Fluges. Der Hubschrauber. Von den ersten Flugversuchen bis zu den Hochleistungshelikoptern. Sehen Sie dramatische Rettungseinsätze und packende Hubschrauberkämpfe. Rufen Sie gleich an und bestellen Sie die erste Folge, die Geschichte des Hubschraubers, zum einmaligen Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Staunen Sie über die unglaublichen Meisterleistungen des Jet-Zeitalters. Höher, weiter, schneller. Sie brechen alle Rekorde. Was bringt die Zukunft? Solartriebwerke? Mehrfache Schallgeschwindigkeit? Raumfähren, die durchs All gleiten? Brechen Sie auf zum letzten Abenteuer der Menschheit. Holen Sie sich jetzt die erste Folge, die Geschichte des Hubschraubers, unter 0180-532-3232. Erhalten Sie dieses einmalige Filmdokument zum Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Rufen Sie jetzt an. Mittwoch, der Tag der Entscheidung in der Champions League Qualifikationsrunde. 32 Teams sind noch im Rennen. So auch der AC Parma und die Glasgow Rangers. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Schotten. Die Champions League Qualifikation mit AC Parma gegen Glasgow Rangers. Mittwoch, 23 Uhr bei Eurosport. Mit Konica. Und Gillette. Die Leichtathletik-WM mit Andalusien. Andalusien ist einmalig. Sechs Läuferinnen unter 11 Sekunden. Saisonbestleistung für Christine Aron. Auch Geldivers steigert sich auf 10,95. Dana Polskaya 10,95. Kanu 10,84. Müller 10,79. Und Marion Jones letztlich 10,7 Sekunden. Sie waren nur einmal schneller, Marion Jones, in ihrer Karriere. Das war 98. Hier haben wir das Familienglück. Ja, als wolle er sie noch anschieben. Cotrell Chihanta, und ist schon verrückter. Er packt dann sofort seine Koffer und ist dahin. Cotrell Chihanta, wenn alles erledigt ist. Das 100-Meter-Finale der Herren. Mal sehen, ob die Herren der Schöpfung da in etwa mithalten können, was die Leistung angeht. Leicht wird das nicht werden, leicht wird das nicht werden, das ist ganz klar. Maurice Greene ist der erklärte Favorit. Frankie Fredericks hat das Halbfinale ausgelassen aus eigenen Beweggründen. Obadili Thompson läuft auf der Bahn 1. Dann Kareem Street Thompson auf der Bahn 2. Auf der Bahn 3 Tim Harden. Auf der 4 Dwayne Chambers. Maurice Greene läuft auf der Bahn 5. Dwayne Chambers dann auf der Bahn 4. Zwei Briten sind in diesem Feld dabei. Er hat eine ähnliche Vorleistung wie Marion Jones. Er hat die Saison geprägt, wie wenige Ausnahmeläufer vor ihm, Maurice Greene, und jetzt muss das bestätigen. Er hat nicht ganz so viel vor wie Marion Jones. Er will drei Medaillen gewinnen. Über 100 Meter, über 200 Meter und mit der 4x100 Meter Staffel. Er könnte kräftig was dagegen haben. Bruni Jorin, der pfeilschnelle Kanadier. Der optische Eindruck der bisherigen Leistungen von ihm in Sevilla war ausgesprochen gut. Sehr selbstbewusst wirken, sehr locker im Laufstil, sehr schnell am Start. Das ist eh eine seiner Spezialitäten. Dieser Bruno Jorin hat auch Maurice Greene im Halbfinale oder pardon, im Viertelfinale schon zu einer Zeit von 9,9 Sekunden getrieben. Weltmeister
die es bisher gab, über 100 Meter. Carl-Lewis eröffnete den Reigen. Carl-Lewis führt ihn weiter. Carl-Lewis setzt die 91 noch einen drauf. Allein das ist schon eine sensationelle Serie. 93 gewann Christie, 95 Bailey, ja, und 97 eben Maurice Greene. Und jetzt? Er nicht. Kareem Thompson. Er ist sicherlich glücklich, das Finale erreicht zu haben. Innen sahen wir noch Obadeli Thompson auf der Bahn 1. Den darf man auch nicht außer Acht lassen, Thompson. Auch wenn der über 200 Meter sicherlich stärker ist als über 100 Meter. Kareem Thompson. Ja, das ist ein toller Moment für ihn. Er startet jetzt für die Cayman Islands. Der Weitspringer und Sprinter im Finale 1999. Auch er dabei, Tim Harden, der 25-jährige Hallen-Vize-Weltmeister, wurde ja hinter Maurice Greene im Übrigen. Und dann kommt John Dwayne Chambers, einer von zwei Briten, die in dieser Saison unter 10 Sekunden gelaufen sind. 21 Jahre alt ist er erst. Es sind so die Nachfolger des Linford Christie, die hier im Block stehen. Europacup-Sieger in dieser Saison in Nürnberg, 9,99 gelaufen. Zweiter der Europameisterschaften, 98. Und Maurice Greene. Über ihn wurde viel erzählt, über ihn wurde viel gesagt. Maurice Greene, er ist der Mann, der die Geschichte neu formuliert hat über die 100 Meter. 500 Sekunden den Weltrekord verbessert von Donovan Bailey. Und Maurice Greene ist ja einer, der ganz gern mal eine Kessellippe riskiert. Er sagte, das ist noch nicht das Ende. Wir sind noch weiter in der Lage, diese Zeiten zu verbessern. Gibt es eine neue Bestzeit? Gibt es einen neuen Weltrekord? Es ist eine irrsinnig schnelle Bahn, liebe Zuschauer. Vielleicht kann sie diese Bahn auch Bruno Surin zugutekommen, dem zweifachen Hallenweltmeister, der eine sehr gute, ja sogar eine ausgesprochen starke Saison bis dato absolviert. Ja, das ist Jason Gardiner. Zweitschnellster Europäer aller Zeiten. 9,98 Sekunden. Hinter Greene und hinter Harden gewann er Bronze bei den Hallenweltmeisterschaften, wenn es hier in Sevilla ähnlich ausginge. Er wird die Purzelbäume schlagen. Jason Gardiner. Timothy Montgomery, der kleine Tim, wie sie ihn gerne bezeichnen, kommt irgendwie nicht aus dem Schatten anderer großer US-amerikanischer Sprinter. Vor zwei Jahren lief er 9,92 Sekunden. Er war Dritter der Weltmeisterschaften in Athen. Auch für ihn wäre eine Wiederholung dieses Ergebnisses sicherlich die Erfüllung eines Wunschtraums. Auf der 8 läuft Tim Montgomery. Also die Bahnverteilung noch mal kurz aufgedröselt. Obadeli Thompson auf der 1, den darf man nicht vergessen. Auf der 2 ist Thompson, auf der 3 Tim Harden, auf der 4 Dwayne Chambers, auf der 5 Maurice Greene und daneben gleich Bruno Surin. Ähnliche Konstellation wie im vierten Finale. Beide nebeneinander laufen. Auf der 7 dann Jason Gardiner und auf der Bahn 8 läuft Tim Montgomery. Zeiten der Herren. In den Vorläufen, im Viertelfinale, im Halbfinale waren nicht im Verhältnis so gut wie bei den Damen. Das kann sich ja jetzt ändern, wenn er angetrieben wird. Es geht nicht um Rekorde. Es geht darum, den Weltmeistertitel zu holen für Maurice Greene. Er hat nur eine Saisonniederlage einstecken müssen gegen Otto Boldon in Lausanne. Das hat er mit Fassung getragen. Boldon ist sein Freund. Er ist verletzungsbedingt nicht dabei. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, auch er verliert die Nummer, auf der die Bahn festgehalten werden sollte. Das ist vorhin auch Marion Jones passiert. Bahn 5, Greene, Bahn 6, Surin. Innen Obadeli Thompson. Listos. 100 Meter Finale, Maurice Greene, Surin, die laufen nebeneinander. Innen Obadeli Thompson, der sehr, sehr schnell unterwegs war. Jetzt löst sich Maurice Greene gegen Surin. Greene gewinnt in 9,81 Sekunden. Maurice Greene ist Weltmeister. Zweiter ist
Bruni Sora geworden und auf dem dritten Platz Oberdeli Thompson oder Tim Harden. Das werden wir gleich sehen, aber der Weltmeistertitel gehört ihm zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren. Maurice Greene bestätigt seine Ausnahmestellung mit einer glänzenden Zeit mit 9,81 Sekunden. Liebe Zuschauer, das ist natürlich auch die schnellste Zeit, die jemals bei einer Weltmeisterschaft gelaufen wurde, 9,8 Sekunden. Und er wurde getrieben zu dieser Zeit von einem glänzenden Bruni Sora, der 9,84 lief. Das ist die Zeit, die Donovan Bailey vorher hatte. Er stellt damit quasi den kanadischen Rekord ein. Dwayne Chambers, Dritter. Dwayne Chambers mit persönlicher Bestleistung 9,97 Sekunden. Nein, die Herren haben doch mithalten können mit den Damen. Zweifelsohne. Dwayne Chambers läuft 9,97 Sekunden und ist damit der zweitschnellste Europäer. Löst Jason Garden ab. Das ist ein Riesenerfolg für die britische Leichtathletik. Das ist eine Sensation. Dwayne Chambers als Dritter. Der erst 21-Jährige macht einen Traum wahr. Und Maurice Greene. Das war die Saison. So hat sie laufen müssen, ja. Hat seine Fans all überall. Und als Weltmeister darf er jetzt grüßen. Jetzt darf er als Doppelweltmeister grüßen. Maurice Greene. Er deutet ihn auf, dort wo wir auch sitzen. Denn dort sitzt gleich neben uns Otto Boldon, sein Freund, der das Rennen beobachtet hat. Für die britischen Eurosport-Kollegen am Mikrofon sitzend. Und die Ehrenrunde mal andersherum, nämlich rechts herum statt links herum für Maurice Greene. Aber er musste sich mächtig strecken. Er musste fast Weltrekord laufen, 9,8 Sekunden, liebe Zuschauer. 9,79 ist der Weltrekord. Er musste fast Weltrekord erzielen, um Bruni Sora niederzuhalten. Ein hochklassiges, ein erstklassiges, ein fantastisches WM-Finale haben wir erlebt mit glänzenden Zeiten, ein geschichtsträchtiges WM-Finale, auch von den Leistungen her. Ich wiederhole es nochmal, 9,8 Maurice Greene, 9,84 Bruni Sora. Das war der alte Weltrekord, den Bruni Sora hier eingestellt hat. Und 9,97 Sekunden, nur Linford Christie war für Europa jemals schneller. 9,97, jetzt Dwayne Chambers. Thompson wird Vierter, Oberdeli Thompson mit 10 Sekunden, Tim Harden Fünfter, Tim Montgomery Sechster, Jason Gardiner Siebter und Kareem Street Thompson auf dem 8. Platz. Es war eng, man sieht es in dieser Zeitlupe im Studio noch einmal. Ganz unterschiedlich, die Laufstile von Greene und von Bruni Sora. Ein annähernd wieder perfekter Lauf, 200stel mehr und er hätte sich noch $100.000 abholen können für einen neuen Weltrekord. Aber was für ein Resultat. Von den Männern Marion. Zu den Damen, Marion Jones. Ja, eine von 5 Medaillen, jetzt haben wir 2 in der Familie, also das lässt sich gut an. Was hat CJ gesagt? Er sagte zu mir letzte Nacht, mach es, schau, dass du durchkommst, und das war eigentlich alles, mehr war nicht notwendig. Marion Jones, ja, sie ist freundlich zu jedermann, sie ist freundlich zu allen. Na, wenn er nicht mehr gesagt hat als CJ, der gute CJ Hunter, dann war es nicht allzu viel, aber es hat ja genügt. Es wird die erfolgreichste Familie in der Geschichte der Leichtathletik sein, die Familie Hunter und Jones. Ja, wenn jetzt Maurice Greene noch Inga Miller heiraten würde, dann wäre das auch eine sehr tolle und erfolgreiche Verbindung. Vielleicht hört er deinen Vorschlag. Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, das war nur so ein lockerer Einfall. Maurice Greene, der Weltmeister. For body and mind, IsoStar with activator effect. 4, 3, 2, 1,
Zero. Time Life Video präsentiert das Jahrhundert des Fluges. Der Hubschrauber. Von den ersten Flugversuchen bis zu den Hochleistungshelikoptern. Sehen Sie dramatische Rettungseinsätze und packende Hubschrauberkämpfe. Rufen Sie gleich an und bestellen Sie die erste Folge, die Geschichte des Hubschraubers, zum einmaligen Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Staunen Sie über die unglaublichen Meisterleistungen des Jet-Zeitalters. Höher, weiter, schneller. Sie brechen alle Rekorde. Was bringt die Zukunft? Solartriebwerke? Mehrfache Schallgeschwindigkeit? Raumfähren, die durchs All gleiten? Brechen Sie auf zum letzten Abenteuer der Menschheit. Holen Sie sich jetzt die erste Folge, die Geschichte des Hubschraubers, unter 0180-532-3232. Erhalten Sie dieses einmalige Filmdokument zum Kennenlernpreis von nur 19,95 €. Rufen Sie jetzt an. Die Leichtathletik-WM mit der WWS. WWS, die Wertpapierspezialisten. Der Spannungsabfall mag für Sie am Bildschirm durchaus da sein. Das ist klar, die beiden 100 Meter waren die Highlights. Aber für die Zuschauer im Stadion, es mögen 40.000 sein, die sind natürlich ganz, ganz heiß, weil jetzt kommen ihre Leute. Jetzt kommen die Spanier und so viele Chancen hat man in Spanien nicht. Die Marathonläufer, vielleicht Lamella, aber nochmal kurze Pause für ein Interview. Ja, jetzt Otto Boldon mit Marion Jones. Ja, eine weitere Goldmedaille. Es sagt sehr, sehr viel über die Frauenleichtathletik aus, diese Bedeutung, die wir mittlerweile haben und diese Leistung, die wir mittlerweile erzielen können. Diese Bandbreite an Leistungen, so viele mit so glänzenden Zeiten. Ich denke, das sagt auch viel aus über die Zukunft, die uns noch offen steht. Also die Damen sind genauso gut wie ihr. Ja, war das Halbfinale eigentlich schon mit ausschlaggebend, um das Selbstbewusstsein zu haben, dass man vielleicht braucht für ein solches Finale. Ja, auf jeden Fall, sagt mir den Chance, das war sehr, sehr wichtig, dass ich da schon eine gute Zeit erzielt habe. How are you feeling physically with three challenges left? Ja, wie fühlen Sie sich körperlich im Augenblick, nachdem ich jetzt eigentlich erst los bin? Ja, ich fühle mich ausgesprochen gut, sehr, sehr fit und... Thank you very much, man. Congratulations. Ja, Otto Boldon als Reporter und jetzt Dirk Thiele, die 1500 Meter. Wenn man die Chance schon hat, dass ein ganz prominenter, eine noch prominentere ein interviewt, Weltmeister, eine Weltmeisterin, dann muss man sie schon wahrnehmen, das ist richtig. So, also 1500 und es friert uns ja nichts an. Also, ich will den Gedanken vervollständigen. Wenn die Spanier nicht über 1500 Meter zuschlagen können, wo dann noch? Im Weitsprung und im Marathonlauf. Viel mehr Chancen gibt es nicht. Und mit Fermín Cacho und mit Reyes Esteves sind sie in diesem ersten Semifinale zu zweit vertreten. Aber Sidi Saif aus Algerien, Dries Massouzi, Laban Rotic und Hicham El-Gourouch, das ist natürlich eine bärenstarke Konkurrenz. Und die ersten fünf erreichen nur das Finale. Das heißt, zwei haben noch die Möglichkeit und die Zeitregel, aber die ist natürlich immer wahr. Die Marokkaner, eines ihrer Aushängeschilder natürlich, Hicham El-Gourouch. Es sieht alles so leicht aus, was er macht. Hier die Zeiten aus dem Ärmel schüttelt, aber seien Sie sicher, in Marokko ist das System des Spitzensports durchgestylt bis auf den Punkt. Alle Bandbreiten der medizinischen Betreuung werden auch dort ausgenutzt. Und die Spanier, das sind auch keine weißen Knaben. Die präparieren sich so gut, wie das geht. Und das nicht nur im Trainingslager, sondern auch mit wirklicher psychologischer Unterstützung. Und so sollen Cacho und Esteves es richten. Sie wissen natürlich ganz genau, dass sie mit Massouzi, Rotic und El-Gourouch wirklich sehr, sehr harte Konkurrenten haben, die vielleicht taktisch noch ein bisschen mehr machen können. Aber okay, John, Maurice got the job done tonight. 9.80. Otto Boldon und John Smith, das ist der Trainer von ihm, das ist der Trainer von Maurice Green. Ja, was haben Sie für eine Zeit erwartet? Ja, 9,77, das wäre vielleicht sogar möglich gewesen, denn er ist in einer so guten Form. In jedem Fall, dass das
drin war. Es sah danach aus. Aber ich denke, er wird sehr, sehr schnell lernen. Und das ist eines seiner größten, das ist einer seiner größten Vorteile. Waren Sie eigentlich überrascht, dass das so knapp war? Und wie haben Sie ihn darauf eingestellt? Er ist Hallenweltmeister auch. Und ich habe ja gewusst, wie das ablaufen kann. Ich habe schon gewusst, dass Maurice auf dieser Ebene steht. Und mir war das klar, dass ich eigentlich, dass er eigentlich so gut in Form sein würde. Wie fühlt er sich körperlich? Er muss ja noch einiges jetzt laufen. Er hat jetzt 9,8 Sekunden gelaufen, so früh in der Saison oder in Sevilla. Und jetzt hat er noch die Staffel vor sich und auch die 200 Meter. Das sollte kein Problem sein. Es ist auch eine Sache der Emotionen und des Gefühls. Und ich denke, wir werden. Thank you very much. Congratulations, Coach. Thank you, Otto. Ja, sorry, wir hatten keinen Einfluss auf dieses Einspielen dieses Interviews. Das war ganz bestimmt nicht zum richtigen Zeitpunkt. Hicham El Gerush an der Spitze, dann die beiden Spanier Cacho und Esteves und dann ist Rüdiger Stenzel noch mit dabei. Rüdiger Stenzel, der versucht seine Haut hier so teuer wie möglich zu verkaufen und er müsste unter die besten fünf kommen. Sollte er das Finale erreichen, das wäre ein Riesenerfolg. Das wäre ein Riesenerfolg. Die beiden Spanier, Cacho an der zweiten Position, dann Esteves. Und jetzt zieht El Gerush an. Jetzt zieht er an. Und jetzt macht er ernst, nachdem er vorher mit seinem Gegner nur gespielt hat. Was ist mit dem Europameister U23 los und Europameister von Budapest? Esteves hat Mühe, das Tempo zu halten. Cacho aber kommt wie Phönix aus der Asche. Er sah in der Vorbereitung gar nicht so gut aus, aber wir wissen es, wenn es darauf ankommt, ist der Europameister absolute Klasse und die beiden Spanier werden sich in das Finale laufen. Das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt fällt Rüdiger Stenzel zurück, peu à peu, Marco Kürs, also El Gerush ist klar. Dann kommt Cacho, dann Esteves, dann Rotic, dann Massusi. So sind sie durch, die ersten fünf. Und für Rüdiger Stenzel wird es nicht reichen. Schauen Sie, immer noch eine Zeit von 3:37, 3:34. Das ist unglaublich nach diesen verbummelten ersten 800 Meter, die Sie freilich nicht gesehen haben. Ich kann nichts übersetzen, liebe Zuschauer, ich habe keinen Ton, ich glaube, wir haben auch keine Tonverbindung im Augenblick. Ja, wir entschuldigen uns, wenn Sie uns denn hören sollten für die Tonstörung, liebe Zuschauer. How are you feeling physically? Are you ready to go still? Physically, I'm fine. Let me see what happens. Okay, thank you very much. Wir haben keinen Ton mehr. Ultimative an Fahrerlebnis und Zuverlässigkeit bietet, der nicht nur besser aussieht, sondern auch eine dauerhaft verstärkte Karosserie besitzt. Ein Wagen, bei dem jedes Detail geprüft wird, der nicht nur genial ist, sondern auch zuverlässig. Und ein Wagen, der durch seine Wirtschaftlichkeit ebenso besticht wie durch seine Schönheit. Hyundai, mein Auto. I am the God of Hellfire.
And I bring you fire. Vor einem Vierteljahrhundert machte eine Reihe von Rockbands Geschichte. Bands wie Cream, Deep Purple, Jethro Tull und Uriah Heep. Emerson, Lake and Palmer, Nazareth, Status Quo und Santana. Die Festivals, auf denen sie spielten, wurden legendär und ihre Songs hatten eine Klangbreite, die ihresgleichen sucht. Selbst heute noch. Jetzt gibt es Rock Festival, die 60 besten Originalsongs dieser Ära auf 4 CDs oder Musikkassetten. Über 4 Stunden Rockgeschichte. Rock Festival gibt's nur auf Telefonbestellung. Sie könnten ins Extrem gehen, um den Wahnsinnssound dieser Ära wiederzuerleben. Oder Sie können Rock Festival kaufen. Holen Sie sich Rock Festival. Rufen Sie jetzt an. Inside versteht was von guter Musik. Die Leichtathletik-WM mit IsoStar, the fast-acting isotonic sports drink. Sabine Braun, zweimal Weltmeisterin schon gewesen. Noch scheint sie guter Dinge zu sein. Das kann sie aber auch. Sie hat einen sehr guten Wettkampf absolviert. Sie auch. Tia Hautala, die Finnin. Glänzender fünfter Platz mit 5.495 Punkten. Das hat ihr so auch keiner zugetraut. Jonis Barber führt 120 Zähler Vorsprung gegenüber Dennis Lewis. Ein sensationeller Wettbewerb. Man muss fast Superlative nehmen bei Jonis Barber und Dennis Lewis. Die Diskussion im Weitsprung ist überstanden, aber der Speerwurf war nicht so stark wie erhofft. Dennis Lewis liegt hinter Jonis Barber zurück. Irina Vostrikova aus Russland auf dem 8. Platz als Vorleistung. Vor ihr liegen noch 2 andere, nämlich sie, Karin Specht aus Immenstadt auf dem 6. Platz. Sehr guter Speerwurf, persönliche Bestleistung 45,07 und es sollte dann noch kommen eigentlich Ursula Vlodarczyk und natürlich Gada Schua. Sie ist die direkte Konkurrentin von Sabine Braun. Es ist schwer jetzt einzuschätzen. Sabine Braun ist in Ratingen 2,21 gelaufen über die 800 Meter. Natürlich in der Vergangenheit schon besser. Das ist übrigens Ursula Vlodarczyk. Gada Schua ist in der persönlichen Bestleistung über die 800 Meter ähnlich einzuschätzen wie Sabine Braun. Aber was hat die syrische Olympiasiegerin darauf, nach 2 Jahren und 9 Monaten in der Rehabilitation, nach einem Krankheitsfall, der eine lebenslange Lähmung schon befürchten ließ? Das sind alles Unabwägbarkeiten, denn Gada Schua konnte nicht viele Wettkämpfe bestreiten und im Vorfeld war sie nicht immer 100%ig fit. Da gab es mal eine Oberschenkelverletzung und da gab es auch mal ein bisschen Fieber vor diesen Weltmeisterschaften. Die 800 Meter, Jonis Barber und Dennis Lewis, Sabine Braun und Gada Schua. Das sind so die Paarungen, liebe Zuschauer, die für die Medaillen in Frage kommen. Die erstgenannte für 1 und 2, obwohl Jonis Barber eigentlich schon durch sein müsste. Sie ist auch gegenüber Dennis Lewis die mit Abstand bessere 800 Meter Läuferin und dann beobachten wir Gada Schua und Sabine Braun. Die drei beiden trennen nur 14 Punkte und Gada Schua geht erstmal auf die zweite Position. Sabine Braun dahinter, das Feld ist dicht gedrängt. Eines ist klar, Jonis Barber ist die Weltmeisterin, obwohl sie noch nicht im Ziel ist, aber daran ist nicht mehr zu rütteln. Die Vorleistungen waren zu gut, es war ein hochklassiger Wettkampf, den die Französin geboren in Sierra Leone hier absolviert hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende auch noch die 800 Meter gewinnen wollte. Zweiter Platz für Vostrikova. Ich achte auf Schua. Sabine Braun ist hinter Gada Schua und Dennis Lewis. Das ist eine ausgesprochen
moderate Vorstellung gewesen über 400 Meter, aber das ist ein reines Taktikrennen. Es geht nur um die Plätze. Barber weiß, sie muss ja nur ins Ziel kommen. Dennis Lewis kann hier nicht mehr gefährlich werden. Gardaschur muss allerdings was tun, müsste allerdings was tun, wenn sie den Bronze gewinnen wollte gegenüber Sabine Braun. Da passiert noch zu wenig aus Sicht der Syrerin. Ursula Vlodacic ist jetzt vorne. Jonas Barber, Tia Hautala. Na, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg von einer Medaille. Karin Specht läuft wieder ein sehr, sehr couragiertes 800-Meter-Rennen. Wie so oft eigentlich. Versucht dran zu bleiben, Gardaschur. Jetzt kommt Sabine Braun, die genau merkt, hoppla, Gardaschur trabt mir da ein bisschen zu weit weg. Bleibt dran, Vlodacic dahinter, Karin Specht. Sabine Braun, wenn sie das ins Ziel bringt, gewinnt sie die Bronzemedaille. Jonas Barber ist die Weltmeisterin 1999. Dennis Lewis klar geschlagen. Schuhe, jetzt Sabine Braun, das müsste gereicht haben. Das müsste, aber es ist knapp. Es sind nur 14 Punkte, liebe Zuschauer, nur 14 Punkte, die Sabine Braun von Garda Schuhe trennten. Aber wir werden das Ergebnis gleich haben. Es sollte eigentlich gereicht haben für Sabine Braun, um Bronze zu gewinnen. Am Boden liegen die Konkurrentinnen. Vlodacic, Jonas Barber, Tia Hautala, auch Sabine Braun ausgepumpt. Da waren nicht mehr viel an Reserven drin. Aber was für ein Wettkampf. Bronze vielleicht, ich kann es noch nicht mit 100%iger Bestimmtheit sagen. Barber gewinnt auf jeden Fall. Vlodacic läuft persönliche Bestleistung. Es war die Schmerzgrenze. Karin Specht. Ich habe mir fast gedacht, wieder persönliche Bestleistung, 2:16:08, klasse. Gardaschur, 2:16:20, mehr war nicht zu erwarten nach all diesen Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren. Und die Zeit von Sabine Braun ist noch nicht da. Dennis Lewis, 2:16:87, die Entscheidung ist gefallen, das war klar. Silber für die Britin, Gold für Eunice Barber, das sind sie, die beiden Kontrahentinnen. Sabine Braun, 2:17:43, ja, Sabine Braun ist auf jeden Fall Bronzemedaillengewinnerin. 859 Punkte, wir rechnen ganz schnell, nein, 859 und 876, Dirk. Ich glaube, es sind 15 Punkte. Dann wäre Gardaschur auf Bronze, dann ist Gardaschur Bronzemedaillengewinnerin. Pressekonferenz von Marianne Jones. Bilder, die wir nicht verstehen. Ja, wir brechen das Unternehmen auch gleich ab, das ist gut so. Ach, was für ein Wettkampf. Body and mind. Isostar with activator effect. Regen, Wind, Schnee. Weil sie Sicherheit lieben, wählen sie einen Wagen mit Airbag und ABS. Und mit Allradantrieb. Allradantrieb für Allradfahrer. Subaru Legacy. Mit Stil als Ziel. Subaru. Gentlemen, let's test the grip of our Hankook tires. Let's go! Do it again. Up to any challenge. Hankook Tires. Michael Johnson auf der Bahn 6. 7 Weltmeistertitel nennt er sein eigen. 3 über 400 Meter, 2 über 200 Meter,
Und bei zwei Staffeln war er auch maßgeblich beteiligt, damit diese Staffeln 4x400 Meter Weltmeister wurden. Die 200 Meter Zeit von ihm ist bekannt, 1932. Der 400 Meter Weltrekord, der ist auch bekannt. Den hält nämlich ein gewisser Butch Reynolds mit 43,29. Auf diese Jagd nach dieser Zeit wird er sich hier jetzt nicht begeben, bei diesem 400 Meter Lauf, der mit einem Fehlstart beginnt. Aber er hat deutlich schon auch gesagt, das juckt ihn schon noch in den Fingern und in den strammen Wadeln, dieser Weltrekord von Harry Butch Reynolds. Das ist fast ein uralter Weltrekord. Man hätte vor 3-4 Jahren sogar Wetten darauf abgeschlossen, da bin ich mir sicher, als Michael Johnson in der Blüte seiner Jahre sich befand, dass er diesen Weltrekord würde knacken können. Er hat es ein paar Mal ernsthaftest versucht, aber die Versuche sind immer alle gescheitert. Alejandro Cardenas, der Mexikaner, hat diesen Fehlstart ausgelöst. Ist auch kein Unbekannter, immerhin Dritter der Hallenweltmeisterschaften über 400 Meter von Maebashi, ein vielseitiger Athlet, auch Zehnkämpfer, aus solches hält er den mexikanischen Rekord. Ich war in Gedanken immer noch beim Siebenkampf. Michael Johnson ist der Titelverteidiger, ist der Weltmeister, hat als solcher eine Wildcard. War ein bisschen verletzt vor Stockholm. Oder während Stockholm hat er sich die Verletzung zugezogen, hat danach sofort die Rennen abgebrochen, ist ins Trainingslager gegangen. Die Meldungen, die kamen, er war fit. Das sind sie, die Schuhe von Michael Johnson. Das Gold, das daran glänzt, bekannt seit 1996, seit den Olympischen Spielen von Atlanta. Er hat schon Großes vor, Michael Johnson, das muss man hier deutlich sagen. Denn eines ist klar, er fühlt natürlich durchaus, dass sie Maurice Greene die Show stiehlt, die er eigentlich so lange inne hatte. Die Zeiten haben sich ein bisschen gewandelt, die Zeiten haben sich geändert. Aber man kann sicherlich über 400 Meter das nicht so planen, da muss es optimal sein. Er wird hier dieses Rennen lockerst nach Hause laufen. Wir schauen einfach mal auf die nachfolgenden. Cardenas läuft ein gutes Rennen. Paul McBurney, der Ire, hat doch Schwierigkeiten. Dann ist es noch Ocheng, der durchkommt. Und ganz locker in jedem Falle Michael Johnson. Wir bleiben auch verbal beim Hammerwerfen, liebe Zuschauer. Auch wenn wir die Bilder nicht haben, sollte sich irgendwas Großartiges tun, sollte sich eher Schlechtes tun aus Sicht von Carsten Kops. Wir sind dabei, keine Frage, keine Sorge. Ruhig Blut, es hat sich nichts getan. Ja, aus Zimbabwe, Philipp Mukamana mit persönlicher Bestleistung auf 45,63. Und damit in der nächsten Runde. Und wir machen eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Die Nachrichten. Bonn. Das neue Vermögensbildungsgesetz ist in Kraft. Das heißt, deutliche Verbesserungen für Arbeitnehmer. Es gibt jetzt 3 staatliche Prämien. Sparzulage auf Bausparen, auf Fondssparen und die Bausparprämie. Mehr dazu live aus Schwäbisch Hall. Mit 3P, dem neuen 3-Prämien-Kombipaket, können sich Sparer die maximale Prämie sichern. Zusammen bis zu 700 Mark im Jahr. Also hin zu den Volksbanken, Raiffeisenbanken und Schwäbisch Hall. 3P. Mehr Prämie geht nicht. Gemeinsam für ihn eingesetzt haben. AOK, die Gesundheitskasse. Die sind immer für uns da. Wie
Fit sind sie in Sachen Leichtathletik. Welche Frauendisziplin feiert bei der 1999 IAAF Leichtathletik WM ihre Premiere? Weitsprung, Stabhochsprung, 100 Meter. Spielen Sie mit Eurosport und den IAAF-Partnern und gewinnen Sie eine fantastische Reise für zwei nach Sevilla. Ran ans Telefon und viel Glück! Die Leichtathletik-WM mit DU. So langsam werden die Handflächen feucht, vor allen Dingen, wenn man eben mitfiebert mit Carsten Kops. Nemeth, der Ungar, 79 Meter und 5, aber es war sein letzter Versuch. Also, er kann den Carsten Kops nicht mehr verdrängen. Und Kersonzew, er auch nicht, 74,05, aber es bleiben noch 5. Es ist wie dieses Spielchen, einer raus, einer weg, einer raus, einer weg. Und das, ja, das ist eingespielt. Das ist der Versuch von Nemeth. Dankeschön, das ist Nemeth. Und irgendwo stehen wir, glaube ich, vor einem Generationswechsel. Die letzten Mohikaner, Astapkovic und Abduvaliyev und Sidorov, die sind hängen geblieben in der Qualifikation oder im Vorkampf. Und jetzt sind nur noch Männer im Ring, die sind unter 30. Man weiß, normalerweise im Hammerwerfen, da beginnt die Leistungsphase oftmals erst um die 30. Vizzoni ist auch raus, aber Scholt Nemeth ist im Moment Zweiter. 79,05, immer noch stehen die 80,24 wie ein Fels in der Brandung von Carsten Kops. Aber Felsen können halt auch unterspült werden durch einen Dauerdruck von Wellen und die versuchen, Wellen zu setzen. Und im letzten Durchgang, da gibt es jetzt nur eins, volles Risiko. Piskunov aus der Ukraine. '94 war er schon Juniorenweltmeister. Der wurde ihm dann weggenommen. Warum? Dreimal dürfen Sie raten. Positiv war er. Unter 23 Europameister. So. Dreht sich ein. Nein. Auch er nicht. Da waren es nur noch 1, 2, 3. Nur noch Geschek, Polikronio und Skvarjuk können Carsten Kops vom größten Erfolg seiner Laufbahn trennen. Und ich denke mal, die 80 Meter wären aus seiner Sicht auch eine standesgemäße Siegerweite. Dass es eventuell dabei bleibt, liegt ja nicht an ihm, sondern dann an den anderen. Die besten deutschen Hammerwerfer der Geschichte sind der Ralf Haber. 83,40 Meter, der den deutschen Rekord in Athen 88 geworfen. Heinz Weiß 83,04 und die Experten sagen ja, Carsten Kops ist der Hammerwerfer, der von allen absolut die besten Grundlagen hat. Wenn er alles umsetzen kann, was er drauf hat, sein physisches Potenzial, seine Technik, dann kann er mal 83, 84 Meter werfen. Muss er nicht, der Titel würde ja schon reichen. Aber jetzt brennt noch mal die Luft. Geschek, der letzte, der Erfahrene, den hatte ich vergessen, 34 ist er, also doch noch einer über 30. Tibor Geschek. Man weiß, was er kann, auch wenn er in diesem Jahr lange nicht so gut war. Ein paar Mal hat er eins auf die Mütze bekommen. In Dortmund hat er übrigens auch verloren gegen Carsten Kops. Aber abwarten. Der Mann ist noch nicht geschlagen. Jetzt mache ich die Augen nicht zu. Nein. Auch er nicht. Und nun. Können es nur noch Polikronio oder Skvarjuk verhindern. Der erste Wurf, es bleibt dabei,
hat der Konkurrenz den Zahn gezogen. Wer weiß, wie die Szenerie sich gestaltet hätte, wenn im ersten Durchgang Carsten Kops nicht dieser blendende Versuch von 80,24 Meter gelungen wäre. Schon jetzt steht fest, die deutschen Werfer werden auch bei diesen Weltmeisterschaften ihre Zeichen setzen. Oliver Sven Buder hat es getan mit seiner Silbermedaille. Und eine Medaille, die hat ja nun Carsten Kops schon sicher. Ich weiß gar nicht, was es hier zu diskutieren gibt. Der Versuch war ungültig von Geschek und Polikoniu. Will schon in den Ring marschieren. Die Konkurrenz hat eigentlich auch nichts anderes gesehen. Hat es da irgendeinen Protest gegeben? Warum? Also der Wurf war A1, lange nicht weit genug, 73,77 Meter, wird auch angeschlagen. Hätte mich auch gewundert, ich habe nichts gesehen und damit ist Geschek aus dem Rennen. Prost, das Wasser schmeckt etwas bitterlich. Ist kein Bitterwasser, aber er kann nicht zufrieden sein. Die Ungarn aber retten die Ehre, denn Nemeth tut's. Nemeth hat nämlich eine Medaille. Nee, noch nicht sicher. Aber Polikroniu. Es wird wohl keine Weltmeisterschaften mehr geben oder Olympische Spiele, wo die Griechen unter ferner Liefen einkommen. Gatsouides ist ja auch noch eine heiße Waffe in der Werferszene, der Speerwerfer. Nee. Also, auch er nicht. Damit hat Nemeth eine Medaille sicher. Piskunov muss noch zittern. Er ist Dritter, denn Skvajo kommt. Da wissen wir, dass der, ich denke immer wieder an Athen, dass der sicher noch mal zulegen kann, theoretisch. Schauen Sie, wir kommen hier nicht zeitig aus dem Stadion, im Gegenteil, es wird immer später. Erst waren es die Stabhochspringerinnen, die überzogen hatten, allerdings in einem Wettbewerb, der an Dramatik dem heutigen doch noch ein Stückchen voraus war. Aber was die Erfolgsbilanz angeht, ist das Hammerwerfen natürlich höher anzusiedeln. Vorletzter Werfer. Erst noch die Zeitlupe des Griechen. Vorletzter Werfer ist Skvajo. Und wenn der jetzt nicht weiter wirft als 80,24 Meter, dann kann Carsten Kops den Hammer in die Ecke feuern und kann er sagen, ihr könnt mich alle gerne haben, ich verzichte auf diesen Versuch, ich bin Weltmeister. Aber noch läuten die Glocken nicht, die Siegerglocken. Das ist so etwas wie Ammoniak, das macht die Nasenwege frei. Noch einmal richtig durchatmen, noch ein bisschen Sauerstoff in die Lungen. Hilft vielleicht in der Konzentration. Ja, jetzt mag er nicht mehr hinschauen, oder schaut er hin? Carsten Kops. Ist er neugierig? Dreht er sich ab? Ich beobachte ihn. Er schaut zu. Reaktion und Gegenreaktion. Er ist ein bisschen weggerutscht. Das kann nicht reichen. Carsten Kops ist Weltmeister. Gratulation. Jetzt kann er es kaum fassen. Ach, ist das schön. Es war eine lange Zitterpartie. Aber sie haben sich alle nicht erholt von diesem kleinen, leichten Schock, den der Deutsche mit seinem ersten Wurf ausgeübt hat. Keine Medaille für Skvajuk. Silber für Nemeth und Dritter ist Piskunov. Aber jetzt kann der Weltmeister ganz entspannt in den Ring gehen. Wer fragt da noch, ob es nur keine 81 waren oder weiß der Kuckuck? 80,24. Super, jawohl, Carsten Kops ist Weltmeister, hält die Tradition, die Mini-Tradition aufrecht. Heinz Weiß, Sieger in Athen. Dann die Medaille von Carsten Kops bei den Europameisterschaften. Und jetzt ist es der Titel. Schnell mal zurückgeschaut. Gunter Rodehau, Klaus Blockhaus, Karl-Heinz Riem,
Das waren die, die 83 dabei waren. Dritter war Ralf Faber in Rom, 87. Sechster Heinz Weiß. Und Carsten Kops dreht noch einmal für die Katze oder für eine gute Weite. Ja, eine gute Weite war es auf jeden Fall, aber keine Steigung mehr war auch nicht nötig. So, und was für ein Urschrei und was für eine Erlösung. Er küsst den Ring, ein emotionaler Bursche. Um was wären die? Jetzt hüpft er wie ein Füllen, wie ein Reh. Die Arena gehört ihm, er ist der Weltmeister. Und ich glaube, jetzt weiß er gar nicht, was er tut. Jetzt ist er wie Maurice Green auf der Bahn und jetzt holt er sich seine, na, was fällt ihm doch alles ein, um seinen Sieg zu feiern. Carsten Kops, wie entfesselt die Ein-Mann-Show des Weltmeisters im Hammerwerfen. An ihm werden wir noch viel, viel Freude haben. Er ist erst 27 Jahre alt. Das sind Bilder, die gehen um die Welt. Aber keine Angst, er kann schwimmen. Er hat im Frühjahr einer Dame das Leben gerettet. Das ist unglaublich. Also das alleine lohnt ja das Aufbleiben. Du, hör auf zu trinken. Nimm dir eine Flasche Sekt, schmeckt besser. Du hast sie dir verdient. So, jetzt wird noch das Jersey ausgezogen. Also so habe ich noch lange keinen feiern sehen. Und da ist nichts, aber gar nichts aufgesetzt. Der ist so natürlich. Wer ihn kennt, nimmt ihm jede Reaktion ab. Wir freuen uns wirklich. Wir kennen ihn beide sehr gut, der Sigi und ich. Wir freuen uns mit ihm. Und wenn er uns irgendwann demnächst über den Weg läuft, werden wir mit ihm ein Glas trinken. Das hat er sich verdient. Die Show des Carsten Kops, die Show des deutschen Weltmeisters. Ich glaube jetzt weiter. Ich glaube jetzt weiter sogar ein bisschen. Jetzt kommt die Reaktion. Sie gesagt, es war keine Show. Er hat recht, es war keine Show. Für uns war es eine Show, wie wir es empfunden haben. Aber von ihm, es war alles Natur. Es brach aus ihm heraus, die ganze Fülle der Emotionen. Das hat sich alles so angestaut. Er wusste natürlich, dass er mitfavorisiert war. Das haben ihm alle eingeredet. Das hat er auch selbst gewusst. Und ich wage die Prophezeiung, das wird sich demnächst auch weitmäßig auswirken. Der Mann kann noch viel mehr. Der hat Potenzen für 83, 84 Meter. Und die wenigen, die noch im Stadion sind, die freuen sich mit ihm. Und wir auch, ganz bestimmt. Sportcenter mit Fila. Willkommen zum Sportcenter. Ein Schwimmteenie weiter auf Rekordjagd. Der 16-jährige Ian Thorpe legte bei den Pan-Pazifik-Meisterschaften in Sydney eine neue Weltbestmarke hin, diesmal über 200 Meter Freistil im Halbfinale. Der Australier war erst gestern über 400 Meter Weltrekord geschwommen. Weiter im Bestzeitenfestival. Olympiasiegerin Jenny Thompson brach einen Uralt-Weltrekord über 100 Meter Schmetterling. Die Amerikanerin schwamm 57,88 Sekunden. Damit war sie 500stel schneller als ihre Landsfrau Mary T. Meager vor 18 Jahren. Und Penny Haynes übertrifft sich selbst. Im Vorlauf über 100 Meter Brust schaffte die Südafrikanerin mit einer Minute 6,52 Sekunden einen neuen Weltrekord, brach damit ihre eigene Bestzeit. Haynes hat in ihren letzten 5 Wettkämpfen 5 Weltbestmarken aufgestellt. Zur Weltrangliste der Radprofis. Laurent Jalabert bleibt weiter an der Spitze. Fuhr Tour de France-Champ Lance Armstrong. Der Spanier Abraham Olano hat sich nach oben gestrampelt. Er sprang vom 4. auf den 3. Rang nach dem Sieg bei der Burgos-Rundfahrt und seinem 16. Platz in Zürich. Bester Deutscher Erik Zabel als 17. Das nächste Highlight ist die Vuelta in Spanien.
Andre Agassi hat in Washington eine Handvoll gemacht. Zum fünften Mal gewann der Amerikaner das Turnier. Im Endspiel stand der French Open Champion Evgeny Kafelnikov gegenüber. Mit 7-6 und 6-1 ging die Partie klar an Agassi. Der 29-Jährige verdrängte Kafelnikov damit von Rang 2 der Weltrangliste. Der Russe wird sich ärgern, denn somit hat Agassi den Vorteil, dass er bei den US Open erst im Finale auf Sampras treffen würde. Der Sieg in Washington für Agassi mit einem Schmunzeln verbunden. Hier wollte er in seinem ersten Profijahr 86 seine Karriere hinschmeißen, als er in Runde 1 ausschied. Und jetzt finden wir ihn als Zweiten der Welt wieder. Gustavo Kuerten feiert seine beste Platzierung als Fünfter. Indianapolis-Sieger Lapenti springt von 20 auf 16. Bester Deutscher bleibt Haas vor Kiefer. Martina Hingis hat wieder das Tenniszepter in der Hand. Die Schweizerin zeigt im Finale von Toronto, wer so kurz vor den US Open das Sagen hat bei den Damen. Hingis besiegte Monica Seles im Finale mit 6-4 und 6-4. Die Weltranglisten Erste nach der Schmach von Paris, dem Dilemma von Wimbledon und dem Krach mit der Mutter wieder oben auf. Seles hingegen enttäuscht. Die Amerikanerin wollte hier bei den Canadian Open ihren fünften Titel in Folge einfahren. Im Vorjahr hatte sie Hingis noch im Halbfinale besiegt. Jetzt machte die 18-Jährige nach Siegen gegen Sanchez Vicario und Pierce den Durchmarsch in Toronto. Und jetzt will sie in Flushing Meadows ab nächster Woche Titelverteidigerin Lindsay Davenport das Leben schwer machen. Bei den Damen an der Spitze alles beim Alten. Steffi Graf wird trotz ihres Rücktritts noch ein knappes Jahr in der Weltrangliste vertreten sein. Amanda Kutzer und Jana Nowotna tauschen die Plätze und Julia Lahr verdrängt Sanchez Vicario aus den Top Ten. Der spanische Meister ist gut in die neue Saison gestartet. Barcelona empfing daheim Real Zaragoza. In der zweiten Halbzeit kam Barça auf Touren. Luis Figo in der 75. Minute mit dem 1:0. Luis van Gaal hat für die neue Serie der Primera División 9 Spieler gehen lassen und 4 geholt. Rivaldo musste bleiben und Lippmannen kam unter anderem. Ein weiterer Neuling war es, der den 2:0 Endstand klar machte, Dani Garcia nämlich. Der FC Barcelona jetzt Zweiter zusammen mit Aufsteiger Vallecano hinter Deportivo. Pete Sampras, Ihr Sportler der Woche. Sie haben den Weltranglisten Ersten gewählt nach seinem Triumph in Los Angeles, dem dritten Titel in Folge. Neue Woche, neues Glück. Zur Wahl stehen hier bei uns Morris Green, Sprintkönig von Sevilla. Oder Marion Jones, die dazugehörige 100-Meter-Königin. Juha Kankkunen, Champ daheim in Finnland bei der Rallye der 1000 Seen. Roy Keane, zweifacher Torschütze von Manchester beim Sieg über Arsenal. Oder Valentino Rossi, der Held der 250er-Klasse von Tschechien. Sie haben die Wahl hier bei Eurosport. Wer ist Ihr Sportler der Woche? Im Internet können Sie es uns sagen. Dankeschön dafür. Sportcenter mit Spieler. There'll always be naysayers. It's the people who challenge the impossible, who change the world. So our quest continues. It always will. Daewoo. Challenging questions, creative answers. Leichtathletik-WM live.
mit der DWS. DWS, die Wertpapierspezialisten. Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer.